Hi und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute auf dem Plan steht Leistungsdiagnostik und Sitzpositionenoptimierung. Ist die erste Leistungsdiagnostik für 2022. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und versuche euch so gut es geht mitzunehmen und euch ein paar Einblicke hinter die Kulissen zu geben, wie das Ganze abläuft. Aber ja, ich mache jetzt erstmal mein Frühstück, packe noch ein paar Sachen ein und dann geht's ins Auto. Euch wie immer viel Spaß beim Zuschauen. Ihr habt gerade schon gesehen, wie ich auf dem Ergometer saß. Vorher haben wir allerdings noch über meine Sitzposition geguckt. Das habe ich leider vergessen zu filmen. Es war zum Glück aber nicht so viel zu verstellen. Die Sitzhöhe hat schon gepasst. Da haben wir nur noch ein bisschen an der Sattelneigung gearbeitet. Die Hurz haben wir noch ein bisschen verstellt, dass ich nicht so lange auf dem Rad sitze. Mehr war zum Glück auch nicht zu machen. Da war ich eigentlich relativ froh drüber. Ich bin jetzt schon einige Kilometer mit dem Rad gefahren. Und ja, einfach umso besser, wenn die Position vorher schon nicht so ganz falsch war. Danach habe ich mich für die Diagnostik fertig gemacht. Ich bin einen klassischen Stufentest gefahren. 135,3. Die 100 stehen dabei dafür für die Anfangsleistung. Ich habe bei 100 Watt gestartet. Die 35 sind einfach die Watt, die pro Stufe dazugekommen sind. Das heißt, ich habe die erste Stufe bei 100 Watt gefahren, die zweite bei 135 und dann immer so weiter. Und ja, eine Stufe ging 3 Minuten, dafür steht die 3. Ich bin das Ganze noch mit Spiro gefahren, deswegen habe ich auch die Maske angezogen, damit man meine Sauerstoffwerte noch messen kann. Und damit kann man dann auch feststellen, welche Energiequellen der Körper bei welcher Intensität denn bezieht. So viel dazu, das waren auf jeden Fall die Rahmenbedingungen vom Test. Es ging wie gesagt dann ganz langsam los, wurde immer schwerer und ja, wie es ausgegangen ist, ich würde sagen, seht einfach selbst. Das war auf jeden Fall die Diagnostik, wie ihr gesehen habt, am Ende war es dann doch ganz schön hart und ja, man kommt auf jeden Fall jedes Mal aufs Neue wieder an seine Grenzen. So soll das Ganze aber auch sein. Anschließend zu so einer Diagnostik gibt es dann immer noch eine Auswertung, da schaut man sich die Laktat- und Herzfrequenzwerte an und auch die Spirowerte. Daran kann man dann zum Beispiel die Schwelle festmachen und Trainingsbereiche definieren. Daran sieht man dann auch seine Stärken und Schwächen und weiß genau, woran man weiterhin arbeiten muss. Ich war auf jeden Fall ganz zufrieden mit der Diagnostik, wie das gelaufen ist und ja, was an den Werten am Ende rausgekommen ist. Falls ihr euch noch fragt, wo ich die Diagnostik gemacht habe, ich habe die bei Elsenbach Sportdiagnostik in Köln gemacht. Das ist auf jeden Fall der Ort, wo ich mal hingehe, wenn ich über meine Sitzposition schauen möchte und die perfekt einstellen möchte oder halt in dem Fall eine Leistungsdiagnostik machen möchte, kann ich jedem von euch nur empfehlen. Das war's dann schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte natürlich während der Diagnostik jetzt nicht reden oder irgendwas kommentieren. Hab das versucht, ein bisschen nachzukommentieren und euch zu erklären, wie das Ganze abläuft. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine der weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!